Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem... Was macht er denn da? Er stellt sich einfach auf den Baum, ist kein Problem. Herzlich willkommen zurück hier in unserem noch nicht asiatischen Park, der mal irgendwann asiatisch werden soll. Ist die zweite Folge vom Franchise Mode und es geht weiter hier mit unseren kleinen süßen Schuppentierchen. Denen geht's super, die haben leider noch... Ist hier schon einer schwanger? Ich weiß es gar nicht. Ausgewachsen, 4,8 Jahre alt. Nee, schwanger ist die leider noch nicht. Wäre schön, wenn die noch ein Baby kriegen würde. 50% Fruchtbarkeit ist jetzt nicht schlecht. Mir fällt auch gerade ein, ich muss auch noch die Krankheiten erforschen. Es kann mal sein, dass die erkranken, die Tiere. Und sowas. Falls euch wundert, so ein bisschen hat sich hier geändert. Ich habe nämlich, damit das Ganze noch ein bisschen wirtschaftlicher ist, wir mehr Geld verdienen, hier noch zwei Läden hingemacht. Und hier so ein kleines Billiggehege mit Pfauen drin gemacht, wo die Leute durchgehen können. Ist jetzt nichts Besonderes, das wird später auch wieder entfernt. Das habe ich nur gemacht, damit die das Geld ein bisschen schneller steigt, soweit. Also, das kommt später alles wieder weg. Passt ja auch nicht so in den Bereich Asien, muss ich sagen. Jetzt werden wir an dieser Stelle hier unseren Brunnen erstmal bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze im Speedbuild machen will oder nicht, weil ich habe schon vorhin so ein bisschen rumprobiert und habe mir schon so ein paar Sachen rausgesucht, die ich gerne benutzen würde. Und jetzt geht das Ganze hier los. Wir haben das Spiel pausiert, weil das natürlich keine wichtige Sache ist. Achso, was ich noch gemacht habe. Ich bin hier schon ordentlich am Erforschen, nämlich mit dem Tierarzt hier, die Schuppentierchen sind sogar schon bei, ihr seht ja schon den Fortschritt hier, ne? Diese grünen Dinger, die haben wir schon erforscht und wenn wir einmal rum sind, haben wir sozusagen alles erforscht. Den Tierarzt habe ich auch schon mal weitergebildet, was die Bildung angeht. Ich weiß gar nicht, ob der noch genug Gehalt bekommt. Den Technik habe ich auch fortgebildet übrigens. Jetzt schon auf 3 Sterne, sind aber noch glücklich soweit. Also alles im grünen Bereich, kein Problem. Und hier habe ich natürlich auch erforscht, die ganzen, noch nicht alles, aber schon so einen großen Teil von den Ostasien-Sachen. Also die Hälfte habe ich schon. Bin jetzt hier gerade beim dritten Teil bei. Und deswegen können wir jetzt auch anfangen, unseren Brunnen hier zu bauen. Wir machen jetzt erstmal den Untergrund krass kurz, weil das ist ja ganz, ganz schlimm hier. Aber wir bauen jetzt den Brunnen. Dafür machen wir uns jetzt erstmal wieder so ein Grundgestell. Ich habe ja auch schon ostasiatisch eingetragen. Da werden wir jetzt erstmal so einen runden Boden raussuchen. Boah, den finde ich schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Was gibt es denn hier noch? Also Dächer gibt es auch. Das wäre auch nicht verkehrt. Das hier gibt es auch noch. Was ist das? Das sieht auch cool aus. Gibt es davon auch eine Bodenplatte? Ja, die gibt es tatsächlich auch. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Bin mir da gerade noch unsicher, welchen ich dann später nehmen möchte. Ich mache mal einfach Hälfte, Hälfte und dann gucken wir, was besser aussieht. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Aber es gibt sehr, sehr coole Teile hier, was Ostasien angeht. Und deswegen wird auch uns das Gestalten um einiges leichter fallen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich habe ja schon mal so einen Brunnen gebaut, falls ihr euch erinnert. Gibt es den hier noch? Baupläne? Können wir mal kurz gucken. Brunnen. Meine Baupläne. Kann ich euch den mal kurz zeigen. Ah, hier wäre er gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt auf dem kleinen Bild. Ja, so ein bisschen in diese Richtung werde ich den auch bauen, aber halt in rund und so ein bisschen größer, damit er hier perfekt auf den Platz passen wird. Ich werde mir jetzt erstmal passend auch wieder Holz oder Stein raussuchen. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich habe halt schon so ein grobes Bild, wie das Ganze aussehen soll. Also so lange sollte das nicht dauern. Ansonsten werde ich das für euch auf jeden Fall hier rausschneiden und einfach vorspulen. Also entweder machen wir hier gleich solche Balken hin. Das würde gehen. Leider noch gerade sehr dunkel, ne? Die finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich sagen. Diese Balken oder halt diese Steine. Die würden auch gehen. Die sind sehr groß, ne? Gibt es ja auch einen kleiner. Oh, die gibt es nur in diesen schmal dann. Okay. Ich glaube, dann finde ich die Holzbalken schon fast besser. Ich glaube, es ist auch schöner, wenn man so eine Holzbalkenkombination mit Stein hat. So also Stein und Holz so ein bisschen kombinieren. Sieht, glaube ich, sehr, sehr nice aus. So, jetzt müssen wir nur die ersten einmal richtig anordnen. Die dürfen auch nicht zu weit hier rausgehen. Ich mache mal ungefähr so. Wir machen dann das Ganze mal. Das muss halt eine Höhe sein, sodass die Leute da vernünftig rüber gucken können, aber dass da auch Wasser drin sein kann. Machen wir so. Und den anderen, den kopieren wir jetzt auf die andere Seite. Dadurch, dass wir das jetzt machen, der muss jetzt ungefähr gleich sein vom Abstand hier. Machen wir jetzt nach Augenmaß. Das ist ja schwierig, weil der Balken hier sehr lang ist. Das sieht ganz gut aus, oder? Ein bisschen können wir noch.
Aber wenn es nicht ganz perfekt ist, können wir das auch später noch korrigieren. So, sieht sehr gut aus. Genau, und dadurch, dass wir jetzt hier rechts und links einen haben, haben wir hier den Mittelpunkt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese beiden Balken hier schnappen und in eine Gruppe hier zusammenfügen, dann können wir die jetzt einfach mit STRG und X kopieren sozusagen und drehen. Und da der Mittelpunkt jetzt hier ist, sollte das dann am Ende einen runden Kreis ergeben, wenn wir so weitermachen mit dem Drehen. Können wir jetzt mal ausprobieren. Also ihr seht jetzt schon, wir können jetzt hier wirklich drehen, wie wir wollen. Das Ganze kopieren. Können uns das gleich auch noch einfacher machen, tatsächlich. Indem wir uns zum Beispiel hier alle vier schnappen und die dann auch nochmal in eine Gruppe zusammenfügen. Und dann einfach das Ganze hier kopieren, weil ja logischerweise sollen diese Holzbalken da später einmal komplett drumherum gehen. Ihr seht schon, es ist jetzt ein wunderschöner Kreis. Und rein theoretisch könnten wir uns jetzt diese ganzen Holzbalken einmal in eine Gruppe zusammenfassen. Und jetzt müssten wir die nur noch einmal kopieren. Und ohne Einrastpunkte, mit der Leertaste macht ihr übrigens die Einrastpunkte weg, das Ganze in diese Lücken drehen. Jetzt haben wir hier einen perfekt runden Kreis. Ihr seht, also es geht wirklich sehr, sehr simpel. Was mich tatsächlich gerade noch ein bisschen stört, ist, dass ich die hätte noch ein bisschen näher ran machen müssen, damit hier diese Lücken nicht ganz so groß sind. So, jetzt habe ich die ein bisschen näher ran. Jetzt sieht das Ganze auch ein bisschen schöner aus. Die Lücken sind jetzt hier ein bisschen kleiner. Hätte sogar noch ein bisschen perfekter sein können. Ich könnte das natürlich auch so machen, dass die so ein bisschen ineinander lappen. Und wir haben hier sogar einige Holzdinger, die jetzt hier, wo das noch durchschimmert. Das müssen wir natürlich korrigieren. Halt auch nur eine minimale Sache. Und später auch nichts ausmacht, wenn wir mal den einen oder anderen haben. Das ist aber an sich, gefällt mir das schon ganz gut. So, das wäre jetzt der Grundriss, der ist aber noch ein bisschen sehr hoch, ne? Muss man einfach sagen, wenn man mal so den Mensch hier im Vergleich sieht, also die Leute sollen ja auch vernünftig da reingucken können in dieses Ding. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Holz noch ein bisschen runter machen. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht. Warte mal, wir müssen mal eben hier alles markieren. Jetzt müssen wir erstmal alles einmal runter bewegen. Wir können natürlich auch gleich den Brunnenboden so ein bisschen runter bewegen. Definitiv. So, sehr schön. Und dann kommt das hier nochmal ein wenig runter. Das können wir dann ja später auch anpassen, wie wir wollen. Das ist sozusagen nur der Boden später, der unter dem Wasser, was dann in diesen Brunnen kommt, sein wird. Und jetzt könnten wir sogar nochmal hier so ein bisschen Höhenunterschiede reinmachen in diese Dinger. Also entweder machen wir das wirklich so gleichmäßig, so wie es jetzt hier ist, oder wir machen das wirklich komplett unterschiedlich. Wir können ja noch die ein oder anderen Holzbalken uns hier rausmarkieren, zum Beispiel random, und das unterschiedlich machen. Aber ich finde es so gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Und jetzt schnappen wir uns einfach hier so ein paar Felsen. Dann nehmen wir, glaube ich, auch Tundra. Ja, Tundra sieht gut aus. Und da sollen dann später so ein paar nette Figürchen drauf. Dafür suchen wir uns mal eben einen geeigneten Felsen raus, der nicht zu groß ist, relativ flach. Der ist schon fast zu groß, der ist auch zu groß. Der ist gar nicht so schlecht, der ist auch gar nicht so schlecht. Ich platziere mal erstmal den hier als kleiner Test. Wobei wir wahrscheinlich erstmal die Figuren, die da hinkommen sollen, platzieren müssen. Da haben wir auch gar nicht so viele zur Auswahl. Da haben wir einmal diese Äffchen. Sind gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier diese kleinen Pandas oder roten Pandas. Die sind so süß, ne? Ich finde auch das Design sehr, sehr cool hier von diesen Pandas. Oh, sogar mit so einem Grasdingens im Mund. Das ist ja niedlich. Oh mein Gott. Das werden wir eher beim roten Panda-Gehege dann machen. Was haben wir hier noch? Oh, das sieht ja auch cool aus. Diese standardklassischen asiatischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das hier? Löwendrache, okay. Und Pandas, okay. Da bin ich definitiv für die Pandas, weil die Pandas sind einfach das perfekte Wahrzeichen so für dieses Asiatische. Und die passen auch gut zu dem Holz, muss ich sagen, von der Farbe her. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich werde davon, denke ich mal, drei Stück machen. Ich platziere die mal in der Luft so ein bisschen. Und dann können wir schon mal die Sitzposition festlegen. Zwei Elternteile. Ich will das eigentlich gar nicht so gerade haben. Wobei, wir könnten sogar, wir könnten rein theoretisch das so machen. Und das Ganze mit Einrastpunkten ein bisschen drehen, dann wäre das relativ gerade, wobei das später echt egal ist. So, und jetzt mit STRG
x können wir uns den ja sozusagen kopieren an der gleichen Stelle. Und so haben wir ihn da auf der gleichen Höhe. Und wenn wir jetzt in diese Bausachen gehen, dann kann ich hier jetzt einfach einen anderen auswählen und habe dann sozusagen ihn hier auf der gleichen Höhe und sowas. Also das ist sehr, sehr praktisch. Ich kann euch auch immer versuchen, hier so ein bisschen Tipps zu geben, was die Steuerung angeht, weil so ein bisschen was habe ich schon rausgefunden. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Tipps geben, wenn ihr irgendwie seht, dass ich irgendwas falsch mache oder so. Den will ich, glaube ich, gar nicht gedreht haben. Das ist so der Hauptpunkt. Und hier wird dann, das ist sogar ganz praktisch, weil der hat den Mund offen. Hier werden wir später dann so ein Wasserding rausmachen, denke ich mal. Die Eltern, die sitzen einfach dahinter. Ist ja eigentlich ganz süß, finde ich. So. Frage ist, wie nah gehen wir hier ran? Oh, das ist doch schon zuckersüß, oder? Wenn man sich das so anguckt. Ja, das ist gerade sehr schattig, aber das macht ja gar nichts. So, wir gehen mal aufs Weltraster. Das ist halt das Schöne, wenn man auf dem Weltraster arbeitet, dann kann man immer alles wunderbar und 1A verschieben. Immer sehr, sehr nice. So, hier sollen die dann später ungefähr sitzen. Der Kleine muss mittig mit dem Mund sitzen später. Ungefähr so. Und auch nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Weil nach hier vorne muss natürlich noch Platz sein für das Wasser. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier vernünftige Felsen finden, die auch passend sind. Wir können die auch vielleicht gleich noch ein bisschen höher machen, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Passt die jetzt erstmal in eine Gruppe zusammen, weil die halt zusammen gehören. Also man kann schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung das Ganze hier geht. Da suchen wir uns jetzt nochmal hier die Felsen raus. Ja, ich finde das eigentlich auch mal ganz interessant, euch sowas in Realtime zu zeigen, wie man sowas baut. Problem ist halt nur, dass dadurch dann ganz schnell eine Folge gefüllt ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas lieber im Speedbuild für euch machen soll oder ob ihr das wirklich zusammen mit mir in Realtime erleben wollt. Ich werde es jetzt in dieser Folge einfach mal so handhaben, dass wir das Ganze in Realtime machen. Dann kann ich euch nämlich halt auch so ein bisschen erklären, was ich mache, so ein bisschen besser, so ein bisschen mehr zeigen. Aber gerade bei so Sachen, wie wenn ich mir Felsen zum Beispiel raussuche, das dauert natürlich und ist natürlich besser geeignet dann für Speedbuild. Weil gerade Rockwork heißt das auf Englisch, also Steinarbeit, da kann man sich wirklich so viel Zeit mitlassen. Auch wenn ihr in Gehegen und so arbeitet, das ist wirklich insane. Wie Zeit man sich für einen Wasserfall und so nehmen kann, rein theoretisch, wenn man möchte. Aber der Felsen gefällt mir hier eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Ich will es nur noch von hinten gut aussehen lassen. Schön ist auch, wenn man den gleichen Felsen benutzt und einfach ein bisschen dreht, dann fällt das eigentlich quasi gar nicht auf, dass das derselbe Felsen ist. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool hier. Pandas müssen natürlich noch ein bisschen höher, damit das nicht so aussieht, als wenn die in den Felsen reingeglitscht sind. Okay, also das gefällt mir, wie der hier sitzt, der größere, der kleine auch. Der hier gefällt mir noch nicht so ganz. Der muss noch ein bisschen überarbeitet werden hier. Wunderbar, Leute. Das sieht doch gut aus. Vielleicht machen wir hier hinter gleich auch noch ein bisschen irgendwas hin. Aber es sieht ja schon sehr gut aus. Jetzt müssen wir gleich nur entscheiden, welchen Boden wir auch nehmen. Wobei ich werde auch noch hier irgendwie ein rotes Element, glaube ich, einbauen. Sowas hier in der Art. Einmal drumherum so eine Leiste. Damit wir nochmal so ein kleines Farbspiel drin haben. Ja, ich denke mal, die hier wird es dann werden am Ende. Die Farbe finde ich auch schon sehr, sehr gut. Das Schöne ist auch, wenn wir mit dieser standardroten Farbe arbeiten, dann haben wir es später viel, viel einfacher, weil diese ganzen ostasiatischen Sachen schon in dieser Farbe standardmäßig sind. Wäre jetzt natürlich gut, wenn wir das Ganze hier möglichst mittig platzieren. Machen wir es, glaube ich, mal nach Augenmaß. Muss halt genau in der Mitte von diesen beiden Strichen sozusagen sein, damit es später hoffentlich aufgeht. Das hier ist nochmal relativ schwierig. Darf nicht zu nah ran, aber auch nicht zu weit weg. Und jetzt müssen wir im Prinzip genau das gleiche machen wie vorhin mit den Balken. Wir kopieren das Ding hier rüber. Und dadurch erzeugen wir halt, muss jetzt ungefähr gleich sein vom, na hier ist natürlich ein bisschen besser, ne? Warte mal, mach mal so. Darf auch nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran. Ich mach mal so und den anderen noch ein bisschen näher ran. Genau, und wenn wir jetzt diese beiden nämlich auswählen, dann erzeugen wir wieder in der Mitte sozusagen den Mittelpunkt zwischen diesen beiden. Also hier wird dann der Mittelpunkt und dann können wir den sozusagen um diese Achse drehen. Und dadurch kann man dann wirklich so runde Sachen sehr, sehr einfach erzeugen. Das werdet ihr jetzt sehen. So, seht ihr, jetzt haben wir hier das Ding.
Und das können wir jetzt halt immer weitermachen. Ist halt super simpel. Okay, kopieren wir uns die, packen die in eine Gruppe und können die wieder drehen. Guck mal, hier passt es rein theoretisch sogar schon. Wir könnten jetzt auch schon anfangen, das Ganze manuell zu handhaben. Wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Nehmen wir das so anpassen, dass es hier perfekt ineinander übergeht. Und jetzt können wir das Spiel einfach wiederholen. Wir packen die wieder hier in eine Gruppe und wieder mit STRGX drehen wir die dann wieder individuell, bis es hier vorne an der Stelle passt. Ein kleines Stück noch. So, perfekt. Und jetzt fehlt dir gar nicht mehr viel. Deswegen werde ich jetzt auch nicht die beiden mehr zusammenpacken in eine Gruppe, sondern das einfach so machen. Und die letzte Lücke, die müssen wir dann gleich so manuell ein bisschen stopfen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das am besten machen. So, ich habe das jetzt einfach so geregelt, dass die überall so ein bisschen überlappen. Dadurch finde ich die Optik eigentlich relativ passend, weil das ja hier auch oben so ein bisschen uneben ist. Also finde ich jetzt so nicht schlecht. So können wir es auf jeden Fall lassen. Hätte man sicherlich auch anders lösen können, indem man hier mehr Arbeit investiert. Aber so ist es halt am einfachsten, weil man die ganze Zeit einfach alles nur kopiert und sozusagen im Kreis dreht. Kann ich euch bei runden Bauwerken auch immer nur empfehlen, dass ihr es so macht. Ihr müsst euch halt immer so ein bisschen den Mittelpunkt hier suchen und dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen drumherum kopieren. Das ist immer ziemlich angenehm. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf Play machen hier. Oh, wo wir gerade auf Play machen. Bevor wir jetzt hier weiterbauen und ich das vergesse, ich möchte nur mal ganz, ganz kurz hier zwischendurch einmal die Gehegegestaltung machen, nämlich für unser... Wie heißen sie denn nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist denn die Kleinen? Da, chinesisches Schuppentier. Da haben wir nämlich jetzt ein paar Spielzeuge und so freigeschaltet. Die will ich nochmal eben schnell platzieren hier. So ein Wasserspender auch. Was haben wir noch? Was? Beschäftigungsfutterbox? Das hier oder was? Da ist irgendwas falsch gelaufen mit der Benennung, oder? Egal, lassen wir einfach nur das Spielzeug hier. Das passt schon soweit. Sollten sie eigentlich relativ glücklich sein. Und, oh nein! Jetzt fängt es an zu schneien. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir gleich gucken, dass hier die nicht frieren und sowas. Uff! Okay, jetzt haben wir ein Problem, Leute. Jetzt können wir mal kurz eine Baupause hier machen. Es geht gar nicht anders. Gehege. Temperatur. Eieiei, das wird natürlich jetzt viel zu kalt, ne? Das wird jetzt super, super doof. Ja, zu viel Schnee, obwohl da nicht mal Schnee liegt. Gras kurz. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier eine Klimaanlage reinbauen, oder wie die Dinger heißen. Genau, eine Klimaanlage. Ich weiß gar nicht, ob es reicht. Meint ihr, es reicht, wenn wir eine in die Mitte machen? Dann regeln wir einfach die Gradzahl auf geschmeidige 24, 25 Grad und gucken mal, was jetzt hier Sache ist. Gehen wir hier in die Temperaturanzeige. Gehen wir jetzt kurz, regelt sie jetzt oder regelt sie nicht? Inspektor ist gegangen, Bericht zur Einsicht bereit. Sauberkeit, Bildung, ja, Bildung müssen wir auch noch machen, Leute, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber irgendwie heizt die nicht, ne? Ah lol, ich bin doof. Hier gibt es extra einen Heizkörper. Ich denke mal, die Klimaanlage ist dann eher für runterregeln. Ne? Shit. Macht natürlich Sinn. Okay, wir regeln hier auf 26 hoch, machen die Reichweite ganz hoch. Und dann taut hier auch der Schnee und die süßen Schuppentierchen kommen hier wieder rausgerannt aus dem Versteck. Na ihr, ist jetzt wieder besser? Und geht es direkt ins eisige Wasser. Dann muss es ja wieder besser sein. So, das sieht doch gut aus. Die Temperatur erhöht sich. Den Tierchen geht es wieder gut. Die Temperatur ist im grünen Bereich. Wir müssen aber nochmal hier gucken bei unseren süßen Pfauen. Oha, okay. Die frieren natürlich jetzt auch ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo sieht man denn hier die Temperatur eigentlich? Oh, die haben auch zu wenig Erwachsene, sehe ich gerade. Egal, das macht nichts. Die sind ja, wie gesagt, auch nur vorläufig. Dann ist das alles halb so wild. Machen wir auch hier mal eben einen Heizkörper rein mit Maximum Radius. Temperatur, so sollte eigentlich stimmen. Na, 30 Grad ist schon fast zu viel. Wir machen mal 25, damit sollten die definitiv glücklich sein. Kleinen Racker. Jo, super. Dann können wir nämlich jetzt auch weiterbauen. Wobei das ganze Bauen jetzt natürlich erschwert wird hier. Aber gut, das ist nicht weiter schlimm. Machen wir trotzdem weiter. Ja, ist aber schön mal, währenddessen, während man baut,
auch mal so ein bisschen Trouble zu haben mit irgendwelchen Sachen und sich mal so ein bisschen um die Tiere und den Zoo zu kümmern. Weil im Sandbox-Modus kommt das ja so gut wie gar nicht vor. Was ja irgendwie echt ein bisschen schade ist. Und man spielt wirklich fast nur auf Stopp, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich mache so eine kleine, oder? Mache ich eine mittlere? Probier mal eben die mittlere aus. Platziere die mal eben hier. Relativ mittig am besten. Auf dieser Linie. So. Jetzt drehen wir das ganze Ding mal eben mit Einrastpunkten. Einrastpunkte aktivieren und deaktivieren macht ihr übrigens mit Leertaste. Falls ihr euch fragt. Ihr könnt das natürlich auch hier unten alles machen. Aber ja. Mit Leertaste ist einfacher. Also ich kann euch nur sagen, gewöhnt euch ein paar Hotkeys an und so. Das hilft definitiv, dass das Ganze leichter verläuft. Wir müssen jetzt ein bisschen auf den Strahl achten, dass der später in einer guten Position ankommt. Ich glaube tatsächlich, dass das zu krass ist, das Ding. Oh, der Schnee ist weg. Sehr schön. Das ging jetzt aber schnell. Oh, ich hätte es gar nicht rückgängig machen können. Jetzt nochmal wieder hin. Ich hätte das nämlich auch einfach gerade austauschen können. Ja, wir nehmen hier wirklich die. Der Spitznebel ist falsch, ne? Wasserfontäne klein. Irgendwie plötzlich gerade trotzdem eine neue. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Macht aber ja auch nichts. So. Sehr schön. Das Geld sinkt gerade. Ja, das passt schon alles. Solange wir hier nicht noch mehr Geld verlieren. Also, wenn wir so bei 8000 bleiben, ist alles super entspannt. Wäre natürlich cooler, wenn der Zoo irgendwann so gut läuft, dass wir auch ordentlich Gewinn abschmeißen, dass wir uns nicht mehr so viel Sorge darum machen müssen, was wir jetzt hier an Deko bauen. Das Problem an Deko ist halt, es bringt einem nicht wirklich Geld ein und frisst halt auch eigentlich nur Zeit, das Dekorieren. Das würde ich am liebsten so machen, dass es gesamt, also komplett versteckt ist in dem Panda. Wir dürfen auch nicht zu weit spritzen. Ich zeige euch auch gleich warum. So, hier kommt das Wasser auf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wahrscheinlich schon. Davon ausmachen wir mal ein kleines Stück höher. So, wunderschön. Jetzt sieht es so aus, als wenn der Panda aus seinem Mund. Oh, hier gehen die Gäste noch so ein bisschen durch. Ah, das kann man teilweise nicht ändern. Da müsste ich jetzt nochmal hier die Wege und so ein bisschen überarbeiten. Das finde ich aber absolut, muss ich sagen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und jetzt machen wir mal Wasser rein. Dann sehen wir nämlich auch gleich, welchen Boden wir am besten finden. Dafür brauchen wir diesen Spritznebel in klein. Dafür können wir dann einmal eine. Da, wo es auftrifft, müssen wir einen hinmachen. Ich hoffe, man sieht das nicht durchschwappen hier. Ah, das sieht man leider. Man sieht das Wasser hier leider so ein bisschen durchschwappen. Das heißt, das Ding müssen wir theoretisch noch ein Stückchen rüber machen, sodass man das nicht mehr sieht. Sieht es halt immer noch leicht. Aber es gibt auch nichts noch Kleineres. Machen wir es mal ganz mittig hin. Na gut, dass es hier so ein bisschen durchschwappt, finde ich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wenn ich so ehrlich bin. Sieht man halt nur, wenn man so richtig nah ranzoomt. Hier oben sieht man das nicht. Den lassen wir es einfach mal so. Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal an diese Düse ran. Ist nur die Frage, wie kommen wir da nochmal ran? Ich habe den Panda jetzt einfach mal mir geschnappt und in den Boden versenkt, weil ich bin irgendwie nicht mal an die Düse rangekommen, richtig. Aber macht ja nichts. Gibt sicherlich auch irgendwie einen Trick oder sowas, dass das ein bisschen besser geht. Weil ich möchte diese Düse jetzt so einstellen, dass die wirklich auf dem Strahl da aufkommt. Ein VIP-Cast. Oh mein Gott, was geht hier ab? Ich hoffe, der macht jetzt hier nicht irgendwie meinem Zoo einen schlechten Ruf. So, jetzt kommt der Strahl ungefähr genau an der Stelle auf, wo ich ihn haben möchte. Jetzt müssen wir nochmal da reingucken, ob man was sieht. Nö. Also alles perfekt. So, wer ist denn der VIP? Sunflower! Oh, Miri ist da. Ich frage mich ja immer noch, ob sie jetzt wirklich meinen Zoo spectaten kann oder wie das Ganze läuft. Hallo, Miri. Fängt wieder an zu schneien, da wo du bist. Oder da, wo du da bist. Ego-Perspektive. Oh, jetzt können wir es aus Besucherperspektive sehen. Mega cool. Das müssen wir natürlich gleich hier noch ein bisschen schöner gestalten. Sieht noch sehr trist aus. Aber da kommen wir gleich zu. Man muss hier auch gar nicht lange rumzögern. Schneit hier wirklich häufig. Also das müssen wir bei dem Park auf jeden Fall berücksichtigen. Jetzt können wir leider nicht sehen, welchen Untergrund wir nehmen wollen. Aber wir können schon mal weiter gestalten. Ich habe mir nämlich hier auch schon so ein Ding gesehen. Genau das hier. Das werde ich vermutlich hier hinter möglichst mittig gestalten, also platzieren. So ungefähr. Als kleines Schildchen sozusagen. Da soll auch gleich noch ein Schild ran. Da gibt es nämlich auch so asiatische Schilder, die man beschriften kann. Oh, jetzt ist es Nacht.
Und es schneit. Perfekte Voraussetzung, um hier zu bauen. Ja, wir sollten mal nicht Pause machen. Wir spulen mal ein bisschen vor währenddessen. Das macht ja nichts. Während ich baue, wir machen auch ordentlich Plus. Also alles ganz entspannt. So, Schilder gibt es hier. Machen wir mal hier Design und Ostasiatisch. Und jetzt können wir nämlich hier. Hier gibt es sogar ein paar. Das ist ganz cool. Das hier ist, glaube ich, echt passend. Machen wir mal eine Oberfläche ausrichten, weil dann ist es gleich vom Winkel sehr gut. So, wunderbar. Ich weiß, ihr seht es jetzt gerade sehr, sehr schlecht, weil es ultra dunkel ist. Aber es macht gar nichts. Wir bauen einfach weiter. So, das hängen wir sozusagen. Das hat nämlich oben solche komischen Dinger. Wir hängen das mit diesen Dingern sozusagen an dem Teil auf, was wir da gerade platziert haben. Man sieht es halt wirklich nur in Umrissen. Müssen wir gleich mal gucken, ob das gut aussieht. Und das schreiben wir jetzt einfach Welcome drauf. Welcome. No Two Sense. Das ist die Schriftart. Die kann man auch noch hier ändern. Ich habe keine Ahnung, welche wir da nehmen sollten. Ich glaube, No Two Sense ist, glaube ich, schon relativ gut vom Aussehen her. Wir müssen halt auf den Tag so ein bisschen warten. Es geht gar nicht anders. Das gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht kann das ganze Ding noch. Sollte das noch höher? Weiß nicht. Ein ganz kleines Ministück noch höher hier. So. Wunderbar. Oh, sieht jetzt aber schön aus hier mit diesem Sonnenaufgang. Ist schon nicht schlecht. So können wir nämlich jetzt auch weiterspielen. Okay. Die Säulen hier hinten, die müssen wir natürlich jetzt auch noch so verstecken, dass man es auch gut aussieht. Das machen wir, indem wir uns hier irgendwelche. Jetzt können wir diese Säulen eigentlich mal nehmen. Oberfläche ausrichten muss wieder aus. Aha, die Sonne kommt. Machen mal Pause, Leute. Nicht, dass hier so viel Zeit vergeht. Nehmen die nochmal neu. Jetzt können wir die nämlich nochmal drehen. Mit einmal Y drücken kann man die um 90 Grad drehen. Das ist immer sehr angenehm. Und dann können wir die eigentlich einfach hier hinein platzieren. Und zwar so, dass es so aussieht, als wenn dieses Schild auf dem Pfeiler steht. Wunderbar. Und auch hier. So, wunderbar. Jetzt sieht das Ganze nämlich so ein bisschen realistischer aus. Ich müsste jetzt hier eigentlich nochmal diesen Felsen so ein bisschen nehmen und schieben nach hinten, damit die Säule sozusagen aus dem Felsen kommt. Oh, das sieht doch schon super aus. Von vorne sieht es auch super aus. Wir sind jetzt quasi fast schon fertig. Wir müssen uns jetzt noch für einen Untergrund entscheiden, welchen wir da nehmen. Dafür möchte ich aber noch eben einmal die passende Düse machen. Die finden wir hier bei Bau. Und diesen Sachen hier, ein bisschen den Filter rausnehmen. Geben wir im Wasser ein, dann haben wir alle, die Wasser betreffend sind. Und da brauchen wir einmal den Spritznebel klein vielleicht. Oder mittel. Ich würde den gern hier unter den Stein jetzt packen, sodass es so aussieht. Gehen wir noch ein bisschen vor, dass wir das gleich ein bisschen heller noch haben. So aussieht, als wenn dieser gesamte Wasserbereich auch mit Wasser versorgt ist. Die Frage, schwappt das da doll raus? Mach es ungefähr, wenn ich es hier mittig mache. Wir testen es mal. Jetzt ist es ziemlich, ziemlich hell. Jetzt machen wir mal auf Normalplay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas rausschwappt. Nee, nicht wirklich, ne? Nur da vorne, hier an der Stelle, aber das ist nicht weiter schlimm. Und hier sieht alles so aus, als wenn es mit Wasser einigermaßen versorgt ist. Ich meine, dass es jetzt hier so unten plätschert, so ein bisschen, finde ich gar nicht so schlecht. Oder schlimm. Das macht nichts. Kommt sogar so ein bisschen so rüber, als wenn hier so dieses Pumpending wäre, was das Wasser einsaugt und dann kommt es hier oben wieder raus. So könnte man das interpretieren. Hier hinten könnte noch ein bisschen mehr Wasser sein, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir das nochmal eben mit so einem kleinen Spritznebel regeln. Und dann die richtige Höhe anpassen. Und dann einfach hier in dem Stein verstecken. Und dann passt das soweit. Wie ist denn das hier am Rand? Wow, hier kommt das Wasser eigentlich überall hin. Ziemlich nice. Gefällt mir. So, welchen Boden nehmen wir denn jetzt? Hell oder dunkel? Hell oder dunkel? Eine gute Frage. Ich werde auch noch irgendwelche Pflanzen reinmachen. Vielleicht gibt es ja sowas wie Seerosen. Oh, natürlich gibt es Seerosen. Ach du Scheiße, sind ja riesig. Gibt es die auch in Mini-Version? Ach, tatsächlich, okay. Mein Gott, Planet Zoo hat auch alles zu bieten, was man braucht, ne? Das ist unglaublich. Wir müssen es natürlich jetzt so aussehen lassen, dass die Dinger hier drauf schwimmen. Die haben auch sehr schöne Blüten, also wunderschöne Dinger. Kann man schön random irgendwie platzieren, weil ja, Natur wächst halt, wie sie möchte. Am besten nicht hier direkt auf dem Strahl.
Wow. Aber die sind ja richtig cool, die Seerosen. Also die gefallen mir richtig gut. Optisch, muss ich sagen. Not bad. Ey, Leute, lauft da nicht immer durch. Sieht nicht so cool aus. So, hinterher hätte ich auch gerne noch die eine oder andere Seerose, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal hier noch eine hin. Dann passt das eigentlich schon fast. Noch eine. Wir wollen nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Soll ja noch natürlich aussehen. Und ich entscheide mich, glaube ich, für den dunklen Untergrund. Ich glaube ja. Oder der helle? Das ist eine schwere Entscheidung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet am Untergrund, hell oder dunkel. Ich glaube doch der helle, dass der besser ist. Ich nehme jetzt erstmal den hellen, Leute. Ich komme da jetzt so ran. Ja, tatsächlich komme ich da easy dran. Und jetzt können wir nämlich einfach hier den Untergrund so weit austauschen, indem wir hier nochmal das Wasserding wegmachen. Ostasiatisch eingeben. Ich kann gar nicht einschätzen, wie lang so eine Folge ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber es macht super viel Spaß, so zu spielen. Ich hoffe wirklich, dass es zum Zuschauen auch einigermaßen angenehm, wenn das hier in Realtime ist, bei solchen Sachen. Ansonsten können wir sowas natürlich auch gerne im Speedbild machen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr besser findet. Und damit ist unser süßer Eingangsbereich soweit erstmal fertig. Wir haben einen Brunnen gebaut. Ist das nicht schön? So, das ist jetzt so ein bisschen der Anfang von unserem Asia-Bereich. Und jetzt müssen wir in diesem Design alles drumherum noch so ein bisschen gestalten. Die Läden hier vorne, das Gehege und den Zaun auf jeden Fall noch. Das muss noch anders aussehen. Aber ich muss echt sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ob ich hier den dunklen oder den hellen Boden lieber nehmen soll. Und natürlich, ob ihr sowas besser finden würdet, wenn ich das im Speedbild mache, sowas. Oder ob ihr das wirklich in Realtime haben möchtet. Dann kann ich nämlich auch so ein bisschen besser erklären, was ich mache. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne einen Kommentar, ein Abo dalassen, wollte ich sagen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.